Schauen wir uns das mal Willkommen zurück zu einem neuen React-to-Video. Das werde ich wahrscheinlich so schneiden, dass das jetzt in einzelne Parts geteilt wird. Ich habe mich am Ende des letzten Parts beim letzten React-to-Video, habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Da musste ich kurz mal eine kleine Pause machen. Das ist ja. Wir müssen nicht mal mit. Wir gucken das uns noch an. Da müssen wir mit. Da hören wir mit Corona auf. Wir müssen. Es ist. Ja, ich hatte auch in der Schulwoche jetzt in der Präsenzunterricht Schule mit Schulwoche mit Corona einige Gesprächsthemen, die will ich jetzt aber hier nicht im Stream nennen. Das kommt im nächsten Podcast, in den nächsten Podcast-Folgen. Das nenne ich euch dann. Ich habe jetzt nächste Woche noch Homeoffice. Da wird nicht so viel passieren mit Sache, aber. Mit Corona und so weiter, mit anderen Mitschülern und so weiter. Aber Molly kann sich schon drauf freuen. Ich wette, ich spare noch was für. Ich habe da was. Ich habe viel zu erzählen für den Podcast. Da habe ich mir bewusst noch einiges auf. Das ist. Da habe ich noch einiges. Da werde ist. Da müssen wir uns. Da muss ich mich wieder aufregen. Das ist. Ich gebe es wieder ein bisschen was da. Da muss ich vorher noch eine Blutdrucktablette nehmen, bevor wir den nächsten Podcast aufnehmen. Das ist da, gibt es dann wieder. Ich habe noch nie wirklich rumgeschrien. Das ist also, ich bin manchmal ein bisschen in Rage, aber selbst wenn ich in Rage bin, bin ich immer ein bisschen. Ich versuche immer auf einem Level zu bleiben. Also, ihr habt mich noch nie wirklich rumschreien gehört, auch im Podcast nicht. Ich versuche immer noch. Ich bin manchmal hier wirklich oben auf, aber das ist das. Ich versuche dann immer noch an der Grenze zu kratzen. So richtig rumgeschrien habe ich hier noch nicht. Da hat mich noch nichts. Also, es kratzt schon manchmal wirklich an der Grenze, wo ich dann sage, jetzt würde ich hier gerne mal laut A brüllen. Aber es ist halt so schlimm ist es noch nicht gewesen. Der reale Los geht's. Corona-Irrsinn. Das ist Erik Manke. Der Polizist aus Hamburg findet die Homeoffice-Arbeit der Polizei gerade etwas suboptimal. Und einen Tick zu papierintensiv. Homeoffice der Polizei? Wie willst du das machen? Willst du die Verbrecher jetzt im Homeoffice jagen? Oder wie soll das funktionieren? Verfolgungsjagd. Bitte kommen Sie zu mir nach Hause, damit ich Sie in meinem Haus jagen kann. Ich jage Sie quer durch mein Zimmer bis in den Keller und so. Können wir Sie dort nehmen, Sie im Keller gefangen. Eine Oder was? Ermittlungsakte wird jetzt nach Hause getragen. Der Kriminalbeamte macht sich Gedanken, schreibt einen Bericht, darf den aber hier zu Hause nicht ausdrucken. Was macht er also? Er trägt die Akte wieder zurück an die Dienststelle, druckt hier alles aus und sagt: Mensch, ich habe noch mal eine Idee, ich möchte mal weitermitteln. Jetzt. Ich weiß, Modi, das war ein Witz, das war ein Scherz. Hast du nicht verstanden, oder? Das war Humor. Ich weiß natürlich, dass die Akten gemacht sind. Das heißt, jetzt haben wir es auch gesehen. Es war natürlich klar, dass da die Berichte mit gemeint sind. Zack, kommt die Akte wieder nach Hause und es wird weiter ermittelt. Bin ich komplett blöd. Aus Datenschutzgründen darf nur bei der Polizei Hamburg gedruckt werden. Was daran genau Datenschutz sein soll oder aus datenschutzrechtlichen Gründen zu Hause nichts ausgedruckt werden darf, wenn das ausgedruckt. Durch den Drucker, das ist ja, da ist ja die Nase, nicht Nase, die NSA mit drin und liest das ja dann mit, wenn das trotzdem beim Drucker ist. Und Hacker können sich auch auf den Drucker das machen und das können ja dann mitlesen, die können das ja abfangen, das geht von deinem Laptop zum Drucker. Von der Dienststelle jedoch mit nach Hause genommen Können Sie werden ja darf, zwischenhaken. das ist uns schleierhaft. Ja, schleierhaft ist auch Peter Kuschel, eine neue Corona-Regel in Flensburg. Sein Friseursalon darf zwar öffnen, aber. Unsere Kunden müssen hier in Flensburg, wenn sie zu uns kommen, einen Corona-Negativ-Test mitbringen. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir dadurch mindestens die Hälfte absagen haben. Ja, keiner hat Lust, sich 3 Stunden in die Schlange für einen Corona-Test anzustellen. Vom Friseur nochmal zum Corona-Test. Ja. Ich muss jetzt nämlich zum Präsenzunterricht bin. Muss einmal die Woche zum Corona-Test. Das ist wirklich schon lustig genug.
Aber erst einen negativen Corona-Test, bevor ich in die Schule kann. Zum Glück haben sie im Haus was, wo sich wo nur schnell. Ab übernächste Woche, glaube ich. Ab nächste Woche, aber dann bin ich ja nicht. Dann bin ich in der Schule. Für mich ab übernächste Woche gibt es dann, glaube ich, so schon Schnelltests, die man dann hin kann. Die dann nicht so lange dauern. Corona macht mich bekloppt. Corona hat mich bekloppt gemacht. Falls es nicht schon vorher war. Es ist einfach das. Und lass uns nicht mit der Regierung anfangen, was ist. Ist ja schon. Die ganze Zeit sehen wir hier Beispiele, was hier alles verkackt wurde, was hier. Wissen wir nicht, wo wir anfangen können bei der Bundesregierung. Hier haben wir verschiedene Berichte von Ländern, also was die Länder falsch machen, aber was bei der Bundesregierung braucht man gar nicht anzufangen. Da geht's, oha. Davon können wir nicht mal alles im Podcast abdecken. Für einen Friseurtermin in Flensburg. Die gehen dann lieber zu dem Friseur gleich am Stadtrand und da brauchen sie keinen Test. Und ich kann das eigentlich nicht verstehen, weil ich der Meinung bin, das Virus, das bleibt doch nicht an der Stadtgrenze hängen. Hängen gelassen. Das ist das Ding. Es ist Thema, sind wir zurück beim Thema Schulöffnungen. Habe ich mich auch gefragt. Das ist wie Präsenzunterricht. Das ist, ja, es wird Maske getragen im Unterricht, das wird gelüftet. Manche haben auch ordentliche Lüfter und manchen, es wird desinfiziert, es werden alle Hygienerichtlinien eingehalten, aber das Virus kommt doch nicht und hält sich und schaut sich das an und sagt, ja, hier in der Klasse, da gehe ich jetzt mal nicht hin, die haben Masken auf, die, um die lüften, das ist ja das, dann, die stecke ich jetzt mal nicht an. Ich meine, man hat natürlich immer noch, man soll das auch ordentlich machen. Man hat immer auch ein bisschen Schutz davor, weil ich meine, das Virus kommt trotzdem durch. Das Virus ist trotzdem eine Ansteckungsgefahr, herrscht trotzdem noch, auch bei den sichersten Regeln, bei den sichersten Einhaltungen. Und wenn jeder alles einhält, ist trotzdem noch, die Möglichkeit ist da. Fühlt sich auch Jürgen Schröder. Weil er in einer Schule in Braucht sich keiner. Baden-Württemberg Ah, da haben wir arbeitet, Schule wieder. bekam der 68-Jährige schon einen Impftermin. Ach. Allerdings. Und die Mitarbeiterin hat mir dann aber leider sagen müssen, dass ich nicht geimpft werde. Und ich frage, warum denn? Ja, ich bin für diesen Impfstoff zu alt. Ich habe gefragt, Was? werden wir einen anderen Impfstoff? Da hat es dann geheißen, dafür bin ich zu jung. Und dann musste ich wieder Auch ohne schön. Impfung heimfahren. Ach, er hatte einen Impftermin, aber durfte die eine Dosis nicht bekommen, weil er zu alt ist und für die andere zu jung. AstraZeneca wahrscheinlich zu alt und BioNTech zu jung. So wird es laufen. Und AstraZeneca ist ja jetzt sowieso. Wollen wir nicht über die Impfstoffe reden? Wollen wir nicht darüber reden, warum die jetzt nicht. Tja, Anfang März war AstraZeneca nur für unter 64-Jährige zu. Gerade kriege ich das sowieso Kino. Wir warten dann auf Sputnik 5. Der Impfplan der Bundesregierung, da muss ich doch auch heulen. Die Impfung, das ist. Einmal mit Profis arbeiten. zugelassen und BioNTech nur für über 80-Jährige. Willkommen in der Impflücke, Herr Schröder. Zurück zur Hamburger Polizei. Wenn die Homeoffice-Kollegen jetzt zeitgleich in die Dienststelle kommen, dann. Dann drucken die erstmal alle Sachen aus und dann stehen die Schlange später am Kopierer, weil es muss ja auch noch eine Kopieakte an der Dienststelle verbleiben. Und dann sind sie stundenlang am Kopieren. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Und da sagt noch mal einer, Corona bringt die Digitalisierung voran. Übrigens, man. Digitalisierung in der Corona-Krise brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Wir haben immer noch einen mir fällt der gerade der Name nicht ein, in den Ämtern. Das war das Wort, was ich suche. Ämter. Wir haben immer noch Fax,
die Ämter laufen immer noch über Fax. Wenn du dem Amt was zuschicken willst, geht das entweder per Fax oder per Post. Dass es per Mail zuschicken geht bei den meisten gar nicht. Und Online-Formular und so weiter, das ist, ja, kennst du die Knicken. Vielleicht in Leipzig, in Leipzig ging manches auch schon. Leipzig ist eine moderne Stadt, aber die machen Faxen da beim Amt. Du sagst es, Morty. Ja. War früher ein Witz. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Das ist, ja. Der Drucker ist gerade frei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das hier könnte euch auch gefallen. Ist nämlich auch von uns. Und hier. Ja, könnt ihr gleich mal ein Abo da lassen bei Extra 3. Dümpel ich nach oben. Das ist ein Dümpelchen nach oben bei mir da. Auf 21st App hier. Auf dem YouTube-Kanal, wo ihr es gerade schaut. Und das hier. Oder lasst auch ein Follow bei Twitch da, wenn ihr das live schaut. Glocke aktivieren auf YouTube, wenn ihr die Stream-Aufzeichnung seht. Auf Twitch gibt es da ja dann ein Follow oder irgendwas. Ich glaube, beim anderen ist bei mir noch nicht. Abonnement ist bei mir noch nicht da. Also kostenpflichtig abonnieren geht bei mir noch nicht. Bin noch nicht Partner. Und Bits und so ist auch noch nicht möglich. Also Follow da lassen erstmal. Hosting und Waiting. Das könnt ihr machen. Hosten und Waiting. Ja. Habt ihr noch einen tollen Tag auf YouTube? Da ist jetzt gleich in der Endcard was verlinkt. Könnt ihr draufklicken. Da gibt es nächstes Video. Haut da rein.